2 Stunden Backtracking reichen halt auch echt erstmal. Und wir haben ja auch echt ultra viel gesammelt. Von daher. Hier ist noch ein verstecktes Item. Wir müssen da ja eh dran vorbei. Wir gucken nochmal, ob wir dieses Item hier finden. Und dann holen wir uns den Missile-Container hier oben. Hier, den hier. Und dann gehen wir zurück. Ah! Mano! Nein, falsch. L reindrücken. So. Wir müssen aber... Ja, sollen wir... Lohnt sich das denn überhaupt? Ja, komm, so weit ist es nicht. Wir gehen hier runter. Mano, lass mich doch einfach alle in Ruhe. Ich will doch eigentlich nur eben schnell hier durchlaufen. Mehr will ich ja gar nicht. Dann hier lang. Das sind für komische Raupen. So, hoch mit dir, Samus. Sehr gut. Nee, wir müssen hier unten lang. Genau, noch einmal speichern. Sicher ist sicher. Dann sind wir jetzt gleich schon bei dem Item. Wer war er denn nochmal? Alter Schwede. Nicht gut. So, einmal kurz schauen. Sind wir schon im Bereich? Nein. Aber hier ist noch so eine Schleuse, die wir öffnen können. Weiß man nicht genau wofür. Aber ist auch egal. Ja, hier muss ich noch irgendwo ein Item verstecken. Das ist aber auch dann das letzte Item, was wir suchen. An versteckten Items auf jeden Fall. Und dann gehen wir zu dem Chozo-Kämpfer. Aber davor muss ich noch einmal kurz pinkeln, merke ich gerade. Ah, die Frage ist halt nur, wo ist dieses Scheiß-Item? Der Zugang ist hier verschlossen, genau. Naja, wir müssen einmal hier unten bleiben. Nee, wir kommen da gar nicht mehr lang, oder was? Okay, vielleicht sollten wir erstmal sagen, scheiß auf das Item. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wie wir da wirklich hinkommen. Ich muss noch mal eben weg... kurz nach Norma. Marcel, wenn du gerade eh schon mal da bist, kannst du von Penny nochmal 12 bunte Eier für die Oma holen? Die Mama hat die mir gerade geschrieben, dann brauche ich da nicht hin, wenn du jetzt eh schon mal da unterwegs bist. Okay, scheiß auf das Item, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr so wirklich. Jetzt am Moment so. Ah, getrickst. Aber so kommen wir da wenigstens lang. Warte, da muss ich den Marcel noch mal kurz fragen. Mal gucken, ob der das mitbekommen hat.
Der geht schon wieder nicht an sein Handy, ey. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt aber wirklich zu dem Missile-Container noch, der uns jetzt noch fehlt. Ah, da ist er. Marcel? Bist du schon unterwegs? Hast du noch mitbekommen, was ich gesagt habe? Wenn du gerade auf der Kamaya-Straße bist, kannst du für die Oma von Penny oder so noch 12 bunte Eier mitbringen? Dann die Mama hat mir vorhin geschrieben. Dann brauche ich gleich nicht nochmal dahin. Super, alles klar. Danke. Ciao. So. Weiter nach links, oder? Ja, weiter nach links. Oh shit, den habe ich ja gar nicht gesehen. Mano. So. Ja, das ist halt auch noch Fragezeichen hier, ne? Das haben wir alles noch nicht. Das kommt alles noch später. Ich habe jetzt eigentlich keine wirkliche Lust zu kämpfen. Und bevor ich jetzt hier nochmal drauf gehe und wir von weiß ich nicht wo anfangen, speichere ich nochmal schnell. Achso. Wir können auch sogar hier lang gehen, ne? Dann hier hoch. Hier lang und dann nach oben. Da müssen wir doch eigentlich... Uah. Ich habe eigentlich keine Lust, hier zu viel zu kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Ich will jetzt schnell dahin. Ich brauche meine Energie für den Chozo. Oh, gut, dass wir gespeichert haben. Jetzt sind wir echt nochmal draufgegangen. Aber nicht schlimm. Wir müssen uns jetzt vollkommen auf den Chozo-Victor konzentrieren. Von daher will ich jetzt eigentlich nicht wirklich hier kämpfen. Lass mich in Ruhe. Oh, Alter. Jetzt schnell hier hoch. Oh, nochmal aufladen. Perfekt. Das haben wir jetzt gebraucht. Sehr gut. Und jetzt hier lang und nein, hier lang und dann holen wir uns nochmal den einen Missile-Container hier. Wir haben das ja gelernt, dass es mit diesen Bomben geht, ne? Oh. Achso, es geht aber nicht unter Wasser. Ah. Moment mal. Ich muss... Ah, so, nein, Moment. So, nein. Okay, ich glaube, es geht nicht. Versuchen wir es ein andermal. Wir gehen jetzt immer schnell. Wo war das? Ja, hier und dann hoch, ne? Genau. So. Nein, er darf uns nicht treffen. Boah, Glück gehabt. Wir sind fast wieder runtergefallen. Ah, Moment. Hier. Das können wir schon mal speichern. Ah, kaputt. So. Jetzt speichern wir aber hier nochmal eben. Und während wir jetzt in die nächste Welt gehen, gehe ich nochmal ganz kurz Pipi machen. Und dann... Sieht das doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ich denke schon. Nach Gaboran, yo. Bis gleich.
ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich jetzt sagen, wegen dem Kampf, ne? Ich hab ja ein bisschen Angst. So. Ich hab ja ein bisschen Angst vor dem Kampf. Aber wir sollten das jetzt eigentlich schaffen. Oh, sieh mal einer an. Aber da kommen wir so nicht dran, ne? Da kommen wir so nicht dran. Ne, das ist noch ein Missile-Container. An dem kommen wir jetzt aber noch nicht dran. Okay. Aber gut, dass wir den wenigstens schon... gut, dass wir den wenigstens schon mal aufgedeckt haben. So. Da wären wir wieder. Da wären wir wieder. Einmal aufladen hier. Mal gucken, was wir hier haben. Ein geschlossenen Raum auf jeden Fall. Und jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Ich habe ein bisschen Schiss, Leute. Gebe ich dazu. Okay, mal gucken, wie lange wir ihn für ihn brauchen. Aber jetzt wird ja durchgezogen hier. Komm, das kann doch nicht wahr sein. So. Okay. Erstmal wieder reinkommen. Ah, ich habe mich verdrückt. Ich wollte diesen Charge-Dingsbums machen. Ah, jetzt war sogar der Schlag, den wir hätten parieren können. Oh ja, wir haben's. Ja! Boah, das war sau knapp, aber wir konnten ihn nochmal schnell parieren. So, ist gut. Ja, okay. Sieht doch ganz gut aus. Aua, das darf nicht passieren. Und wir haben ihn. Lol, wie schnell und einfach das jetzt ging. Ja. Hätten wir mal von Anfang an... Na noch. Ein Blatt dran an der Blaubeere. Hätten wir mal von Anfang an einfach die ganzen Sachen besser eingesammelt und wären gründlicher gewesen, hätten wir uns die 2 Stunden jetzt sparen können. Ne, das Backtracking. Oh, tja. Und ja, wir wären halt viel schneller hier durch gewesen, aber gut. Jetzt haben wir es halt erst. Jetzt ist ja aber auch nicht so. Oh, ist aber auch nicht so schlimm. Denn haben wir uns das nämlich für später schon aufbewahrt. Ja, wir hätten es so oder so machen müssen. Von daher ist es eigentlich jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, euch hat es auch nicht so gestört. Aber der Kampf war jetzt ja mit dem vielen Leben alles super easy. Direkt im ersten Anlauf geschafft. Und hier ist eine Emmy-Zone. Oh, anscheinend sind alle Emmy-Zonen doch noch nicht... Ja, wie soll man sagen? Doch noch nicht... deaktiviert. Er meinte eigentlich... Hier dieser komische Vogel da, ne? Er meinte eigentlich die ganzen... Emmy-Zonen wären deaktiviert. Aber ganz offenbar ist dem ja nicht so. Okay, was haben wir hier noch? Oh, nicht gut. Erstmal hier. Geh jetzt kaputt. Gehen die kaputt? Ja, okay. Dauern nur sehr, sehr lange, bis die kaputt gehen. Und hier ist noch. Hier ist gar nichts mehr? Hä? Moment, das kann ja auch nicht sein, oder? Nee, der sagt, hier ist noch ein verstecktes Item. Okay, frag dich nur wo. Wirklich?
Irgendwie komisch. Ah, hier. Nein! Ich wollte gerade sagen, war irgendwie komisch. Aber, ja, die hatten recht. Hier war doch noch irgendwas versteckt, weil dieser Bereich da links, das war ja sehr, sehr merkwürdig. War ja klar, dass der irgendwie nicht umsonst da ist, aber hier kommen wir noch nicht weiter. Hier ist wieder ein Aufzug. Hier ist schon wieder ein Aufzug und hier ist noch ein Missile-Container. Ah, ich glaube fast, wir müssen jetzt als nächstes tatsächlich durch diese... durch die Emmy-Zone. Da kommen wir jetzt nicht drum herum. Ja, wo ist er denn? Hä, wo ist er denn? So, Moment. Hä? Leute. Achso, das geht noch gar nicht so wirklich. Ah doch, so geht das. Ah, kommen wir da noch nicht lang? Doch, kommt schon. Okay. Ich glaube, wir sollen da noch nicht lang. Ich probiere es jetzt noch einmal, indem wir uns versuchen, irgendwie da festzuhalten. Aber ich glaube, ich sollte es einfach gut sein lassen, oder? Okay. Obwohl, Moment mal. Kommen wir nicht auch noch von hier? Ja, doch. Moment. So. Ah, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay. Ja, so. Komm schon. Wir schaffen das jetzt schon. Ja, manchmal zahlt sich Hartnäckigkeit aus. Sehr schön. Ne, was wir haben, haben wir. So, jetzt geht es aber hundertprozentig als nächstes durch die Emmy-Zone. Wie ist der denn auf einmal abgefischt? Okay. Das heißt aber, es geht hier oben lang. Oh nein, die sind auch wieder nachgespawnt. Na schön. Okay. Das heißt, jetzt geht... Ah, nein. Das heißt, jetzt kommt wieder Panik. Mit der Emmy-Zone. Okay, der muss erstmal weg. Weil ich halt jetzt... Weil wir haben ja wieder gar keine Ahnung, wo wir jetzt überhaupt lang müssen. Das heißt, wir laufen einfach mal. Erstmal geht es sowieso nur nach oben. Okay, schauen wir mal. Okay, bis jetzt ist aber noch kein Emmy zu entdecken. Oh, okay. Okay, bis jetzt... Ah, Moment mal. Die Emmy-Zone... Nee, stopp, stimmt. Die Emmy-Zone gab es ja noch. Nur die Emmy selber waren ja, sag mal schnell, deaktiviert. Stimmt, kann sein, dass das tatsächlich immer noch so ist. Ein Speicherraum. Der tut uns gut. Der tut uns sehr, sehr, sehr gut. Okay, nice. Thanos, du näherst dich der Oberfläche. Diese Zone, Kaveran, scheint ein unterirdischer Wald zu sein. Unterirdischer Wald zu sein. Die Emmy wurden deaktiviert, aber der Gebiet ist immer noch hinter deiner Metroid-DNS her. Ich habe das Video von eurer Begegnung nach deiner Ankunft erneut angesehen. Du warst ihm damals nicht gewachsen und du bist es auch jetzt nicht. Es stimmt, dass du viele deiner kämpferischen Fähigkeiten zurückerlangt hast,
Dennoch liegt meine Analyse nahe, dass du es auch jetzt nicht mit ihm aufnehmen könntest. Auch nicht mit all deiner Kraft. Auch nicht mit all unserer Kraft, okay? Eine Sache verstehe ich immer noch nicht. Warum hat mich Weltenlieb bei eurer Begegnung verschwand? Er muss einen Grund dafür gehabt haben. Ja, warum hat er uns verschont? Das ist dann allerdings eine gute Frage. Wenn er so übermächtig ist und uns so krass vernichten könnte, macht das eigentlich keinen Sinn. Boah, warum lasse ich denn jetzt alle Blaubeeren fallen hier? Und die rollt auch noch so weit nach hinten. Okay. Aber weiter geht's. Da oben haben wir schon wieder so einen brennenden Pilz oder sowas, an dem wir jetzt im Moment noch nicht vorbeikommen. Egal was wir machen, okay, das nützt alles nichts. Nein, das nützt alles nichts, okay. So, du lässt deine Zunge schön auch da drin. Und hier oben haben wir. Ah, ne, das ist wieder so ein Ausgang, ne? Okay. Ah, so eine komische Wippe ist das, aber wir kommen jetzt nicht mehr zurück. Brauchen wir vielleicht auch nicht, wenn wir da oben durch die Röhre nachher wieder zurückkommen. Das könnte es natürlich sein. So. Wir müssen uns aber oben dran hängen. Anders geht es jetzt gerade erstmal nicht, ne? Ja, dadurch ebnen wir uns jetzt erstmal den Weg. Wie wir dann überhaupt dahin kommen. Nicht in Ruhe. Boah, gut, dass die wenigstens relativ schnell sterben. Kommen wir hier schon irgendwie hin? Das ist so ein Plus-Container, ne? Oh. Den will ich haben. Aber jetzt im Moment noch keine Chance, dran zu kommen. Oh Gott, was ist denn das? Aua! Geh einfach weg! Wo ist der? Hält dir viel aus, aber wo ist der jetzt hin? Da. Ah, oh, jetzt ist er tot, okay. Den haben wir auch schon relativ gut bearbeitet. Und wir schnappen uns den Missile-Container. Mal wieder um 2 erhöht. Das passt doch. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch mittlerweile durch die Pause und dem, was ich mir nochmal vom Anfang des Spiels so angesehen habe, relativ viel dazugelernt zu dem Spiel. Und wie man Metroid an und für sich spielt. Ich achte jetzt auf jeden Fall mehr darauf, auf die Karte, wenn es blinkt. Aufzug zurück. Okay. Ich achte jetzt mehr darauf, dass wir, auf das Blinken der Karte achten und halt die ganzen Items sofort mitnehmen. Soweit es natürlich möglich ist, ne? Ganz klar. Und damit willkommen zurück in Dairon. Bin mal gespannt, was wir denn hier wieder zu suchen haben. Hier kommen wir erstmal noch nicht lang. Hier ist kalt. Kalt. Oh. Scheiß drauf. Den Missile-Container nehmen wir trotzdem mit. Ey, Moment mal. Boah, das probieren wir mal schnell aus. Guck mal, dann haben wir wenigstens. Boah, ist das kalt. Aber wenigstens haben wir den Durchgang jetzt schon mal. Und den Missile-Container, den konnten wir uns ja auch schon mal schnell snacken. Oh. Hier wird wieder was aufgeladen. Unser Leben. Aber nur unser Leben, okay. Fallblöcke und noch ein Energieeinheit. Aber wie? Was? Hm? Warum sind wir denn jetzt hier?
Da ist noch zu kalt, da können wir ja noch gar nicht lang. Geht hier noch irgendwo mehr kaputt? Hä, das sind doch nur Fallblöcke, da kommen wir doch jetzt so gar nicht durch. Sagt uns das, wir sollen schnell... Ah, deswegen gibt es vielleicht leicht hier auch Leben dazu. Nein. Sollen wir vielleicht hier schnell durchrennen? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß nicht, ob das so richtig... Oh Gott, nur 30 Leben. War das jetzt so gut? Ich glaube fast nicht. Oder doch? Hm? Hatte der Zone heruntergeladen? Oh shit. Ne, ja, das war jetzt absolut nicht gut, ne? Was ich da gemacht habe. Wozu gibt es denn den Bereich hier? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich finde es aber auch nicht gut, dass wir uns jetzt hier... Dass wir jetzt hier gespeichert haben, ist auch nicht gut. Wenn ich mich jetzt nämlich sterben lasse, starten wir da wieder. Mit so wenig Leben nur, ne? Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber was müssen wir jetzt machen? Vor allem, wir brauchen doch irgendwie Kälteschutz. Oh shit. Wir brauchen doch irgendwie Kälteschutz. Okay, hier wird wenigstens alles nochmal neu aufgeladen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zu dem Raum zurück. Beim Speichern nochmal. Und dann gucken wir nochmal, ob wir da irgendwie weiterkommen. Das hat jetzt irgendwie so keinen Sinn gemacht, ne? Okay, lass uns mal hier runter. Hä, wieso? Was sollen wir denn jetzt hier?